noch ganz schön kalt. Wir sind wieder auf dem Fluss. Tobi, David, hast du das Frühstück fertig gemacht? Ja. Na Gott sei Dank. Döner. Auf den Praktikanten ist verlassen. Gib Döner, genau. Erstmal ein Döner. Nee, jetzt gibt's erstmal einen Tee. Ich habe nämlich echt kalte Flossen, trage auch noch Handschuhe. Und bevor wir den ersten Wurf machen, parken wir uns jetzt mal hier an der Seite, bauen alles auf und dann legen wir los. Könnt ihr den Bagger sehen? Er ist volle Pulle am Blasen. Da hinten liegt schon wieder ein Schiff, was beladen werden will. Versuchen wir unser Glück mal. Auf die Plätze, fertig, First Cast. Sicher, sicher. Kein Riese, aber der erste Barsch im Fluss. So richtig gut läuft es nicht. Also wir kämpfen jetzt seit einer Stunde rum und das ist jetzt der erste Kontakt, aber ich hole ihn jetzt erstmal raus. Wirklich nichts Großes, aber der erste Fisch, der Mut macht heute. Und insofern Nummer 1 kommt direkt wieder weg. Weiter. Was? Ist das deine Mütze? Ey, das ist die Mütze, die ich seit Wochen suche, die ich jetzt schon wieder neu auf dem Kopf habe. Wo kommt denn die jetzt her? Ja, die lag bei mir bei Mützen. Ja, da liegt sie gut. Da habe ich noch eine. Gib mal her, ich zieh die noch an. Ja, bitte. Danke. Ja. Sag mal, Tobi, was machst du denn da? Ich versuche den Wirbel hier abzubekommen, der ist mir zu fimschig. Wer baut denn so ein Ding dran? Der Dave. Also, das muss erstmal repariert werden. Mikrofishing. Also, neuer Plan. Die Barsche haben wir jetzt genug Zeit mit verbracht für heute. Jetzt versuchen wir es mit den Zandern. Oh, das ganze Boot ist voll mit Blut. Es gab ein Massaker. Finger gerammt. Ich noch nie geschafft. Naja, es wird weitergearbeitet. Das Baggerschiff da vorne, das steht direkt gegenüber von der Stelle, wo wir angeln wollen. Gucken, hoffentlich kommen wir uns hier nicht in die Quere, weil hier, wenn hier Verkehr aufkommt, weiß ich gar nicht, wohin wir ausweichen. Trotzdem versuchen wir es mal eben schnell. Also inzwischen hat uns das Wetter eingeholt und es läuft auch sonst noch nicht viel besser. Ist tatsächlich noch nichts gelaufen außer dem Barsch. Puh, wir brechen uns echt einen ab. Eisregen, alles kommt auf einmal. Keine einfache Nummer. Oh, meine Finger sind so abgefroren. Ich kann nicht mehr angeln, ich brauche eine Pause. Die Jungs kämpfen noch. Dave. Tobi. Ja. Läuft. Hier fängt, hier geht noch einer. Bei mir geht nichts. Ich muss aufpassen, ich fahre auf die Steine drauf. Also wird er nicht besser mit dem Wetter. Das haben wir jetzt 3. In der Wertung steht es immer noch 1-0 für mich. Das heißt, ich muss heute wieder keine Persenning aufs Boot machen. Dave, was ist los? Ich habe den ersten Kontakt gehabt und ab. Müssen wir nochmal Theorie üben. War eine Brasse. Also das Wetter hat uns geschafft. Wir hauen den Sack. Das ist echt eine Nummer zu ungemütlich jetzt. Wir haben noch eine gute Nachricht. Dave hat gekocht in der Berufsschule die Woche. Spaghetti. Das will ich sehen. Da ist sie, die Dave Bolognese. Dave, zweimal Bolognese bitte. Möchtest du deine scharf, Tobi? Die ist scharf, ich habe schon probiert. Oh, Tobi ist auch scharf, ne? Ich habe auch schon probiert. Also, ich muss Dave mal loben, das mit dem Kochen. Das klappt, ich habe aufgegessen. Hm? Tassen? Was? Im Schrank? Nicht alle Tassen im Schrank. Gibt es eigentlich zwei gleiche Tassen da drin? Nein. Nein, ne? Gibt es zwei gleiche Messer? Auch nicht. Zwei gleiche Bettchen? Bettchen? Zwei gleiche Tellerchen? Vielleicht sind wir beim Schneewittchen in der Bude gelandet. Guck mal. Genau. Da, guck mal. Hi. So ein bisschen Ordnung machen? Ja. Spülen? Was ist mit dem Lappen passiert? Ja, ich bräuchte mal ein neues Handtuch. Wo haben wir denn nochmal Handtücher? Noch mal ein Handtuch bitte. Danke. Hier. Dankeschön. Ja.
Hunger? Das ist aber mächtig. Fragt Dave, ob der auch noch eine möchte. Ja, mach ich. So eine Waffel? Oh ja, gern. Ich glaube, Schokolade, Marker. Ja, eine ist noch da für sein Frühstück morgen. Heben wir ihm auf. Alles klar, Dave ist fertig, aber ich glaube, es gibt noch Hausaufgaben. Und damit ich nicht vergesse, was er machen muss, nehme ich das auf. Paul, sag mal, was muss der Dave noch machen? Dave, du solltest gleich mal, bevor du schlafen gehst, mal probieren, 5 Minuten zu meditieren und dich in die Position eines 50er Barstein zu versetzen, den du morgen fangen möchtest. Geil. Top. Mach ich. Paul, mal kurz an dich. Würdest du... Also, um da mal meinen guten Freund zu zitieren, ich würde es einfach aus Respekt tun. Er würde es aus Respekt tun und Dave wahrscheinlich nur aus Reflex. Ist Dave schon im Bad? Ich guck mal. Dave ist im Bad. Bist gleich soweit? Ja, ich mach dich gleich aus. Dann gehst du pennen, ne? Ja, gut. Du auch. Weck mal Dave, der schläft, glaube ich, noch. Dave, aufstehen. Morgen. Wir müssen gleich los. Alles klar, bis gleich. Pack die Sachen, ne? Naja, leichten Regen, haben sie gesagt. Und da ist er, der Schnee. Hellhaft. Also, da müssen wir uns mal überlegen, was wir die nächsten 2 Stunden machen. So gehen wir nicht aufs Boot. Wir sind immer noch nicht auf dem Wasser. Dafür haben wir jetzt mal eine Bude aufgetrieben, bei der man frühstücken kann. Kaffee gibt's nicht. Ah, gibt keinen Kaffee. Naja, ich hoffe ja mal, dass es irgendwann aufhört zu regnen. Aber ich glaube noch nicht dran. Mist. Aber essen die Dinger, ne? Nur mal so, Spritpreis drüben, super, 1,99. Ein zweites Frühstück. Noch ein Frühstück. Nehme ich auch. Guck, was haben wir denn hier alles Geiles? Kibbeling. Kibbeling. Sind wir noch im Geschäft? So. Schüssel ist im Wasser. Das Wetter ist immer noch nicht besser. Inzwischen haben wir 11. Da sind die Jungs. Gentlemen, please start your engine. So, wie gestern angekündigt, haben wir den Fluss verlassen. Bin gespannt. Jetzt hat der Schnee aufgehört und wir starten den ersten Versuch. Klimpi habe ich auch dran. Wir stehen hier im Flachwasser. Tobi fischt in Carolina und wir arbeiten uns durch. Ein bisschen Wasser ist noch da. Ich habe es mir anders überlegt. Ich fische einen Twitchbait. Ich fische einen. Alter Schwede, ich habe ihn noch nicht gesehen. Eieiei. Was? Nur nicht verlieren. Oh, da geht er nochmal.
Wenn er einmal hochkommt, will ich ihn haben. Ja. Ich habe nicht gesehen. PB liegt jetzt bei 49. Jetzt wisst ihr, warum die Folge Wetten Dave heißt. Junge, Junge. Ich dachte, das wäre ein Hecht. Hab ich auch gedacht, was der wieder für einen Alarm gemacht hat. Was für Fluchten. Geil. Der Dave hat dazu geschlagen, der Dave. Wow, meine Güte. Was schätzt du denn? Was meinst du, was der hat? Boah, 49. 49 hat er, ne? Ist ein super Fisch. Ist ein super Fisch. Der Dave, das himmlische Kind. Also das ist so ein Motivations... Und das ist echt jetzt so ein Granatenfisch. Ich freue mich so. Also wie gut, dass wir gewechselt sind. Wie gesagt, das Wasser war hier von Anfang an mal 3 Spuren klarer. Ja, wie gesagt, gar nicht im Tiefen. 2 Meter hast du hier maximal. Aber von unten abgeholt, nicht irgendwie Mittelwasserufer. Ich sag, das ist schon 2 Meter unten. Und ich habe noch gar nicht richtig gesehen, nur im Kescher. Ich bin mal gespannt, wenn der Dave jetzt so weit ist. Dave, wie sieht's aus? Was für eine Murmel. Schönes Ding. Ja. Alter. Nice. Den hast du gefangen auf? Spindel. Also die Jungs sind noch schnell unterwegs, von wegen langsam. Haha, den wollt ihr haben, wa? Messen wir mal. Dicken Baum. Da, die 48 ist er drüber. Ja. Lass mal liegen gerade. Ja. Ja, vielleicht haben wir noch eine Stunde Zeit. Jetzt fahren wir raus Richtung Fluss. Gucken wir nochmal die Einfahrten ab. Weiter geht's. Fisch drauf, mal probieren, einen Zander zu überlisten. Die Stelle ist so schön, ist so heiß, ist so abenteuerlich. Ja, hier müsste eigentlich ein Fisch kommen. Hi Alex. Na, ist wie bei David im Regenwald, hier regnet es auch. Das gleiche Wetter wie in Ecuador. Obwohl, hat der David so eine dicke Jacke an? Muss ich nochmal nachgucken, genau. Die Jungs können im Spiel wieder nicht aufhören. Feierabend. Boot ist drauf. Ab nach Hause. Bratkartoffeln. Dave, was kochst du denn? Ja, das ist ein uraltes Traditionsrezept von meiner Oma. Jetzt nennt man Locklocks. Das ist das neue Topa. Kennt man von QVC. So, einmal nehmen. So, jetzt warten wir. 54 Sekunden.
von hier bis Italien. Oma zwei Bacardi Cola, ich zahle die Lern. Packe meine Koffer, nehm ein Manga mit und einen Tanga. Und dann können wir gegessen. Wir haben aber auch von Dave gekocht. Letztlich das. Es ist schon aufgerissen, die besten Sachen schon raus. Ja, Dave. Hi, ich bin der Smoo. Komm noch rein, setz dich hin, nicht zurück und lass dich nicht stören. Ich pack ein bisschen ein. So Liebe für die Homies, Campers und Homies und Bilder von den Homies. Und eine Kiste Hip-Hop-Bodies für die Rapper und die Showbys. Denn im Radio läuft ein Schrott, der nicht schockt, weißt du. Dann noch Socken und Klamotten gegen das sie klappert. Denn der Smoo, du Motherfucker, ist ein guter Körperpacker. Ich glaube, das kennt ihr hier. Ich muss unseren Praktikanten Dave jetzt mal, Dave, wenn du mal Turnier fischst, dann wirst du hier wohnen. Das ist das Haus von Enrico. Da drüben, das ist Patrick Marable. Schön. Ne? Sollen wir mal gucken, wie Enrico so wohnt? Komm mit, wir gehen mal hier vorne zu Enricos Haus. Enrico! Weg. Aber so ist das dann, weißt du? Hinter mir scheint die Sonne. Wetter. Dave, geht was? Nur Wetter. Gerade angefangen. Wir fahren jetzt noch mal ein bisschen hier rum. Ein bisschen Schiss habe ich schon vor dem Wetter. Aber wir haben gedacht, wir könnten das jetzt mal genießen hier. Aber es sieht aus, als würde es nicht lange halten. Egal. Keep on hammering. So, boah, hat geklappt. Twitchbait, Vision 110 Junior. Gucken wir mal. Ja, jetzt habe ich mir gerade die GoPro-Bilder angeguckt, wollte den Fisch nochmal sehen. GoPro-Fehler, Fisch nicht drauf. Kein Foto gemacht. Finde ich super. Tobi gerade ein Ding drauf gehabt. Also funktioniert. Was fischst du, Tobi? Was hast du dran? Auch ein Vision 110. Aber kein Junior. Ah, okay. Super. Geiler Fisch. Also hier zieht gerade unten Fisch durch. Deswegen wechsle ich jetzt mal von einem flach laufenden Twitchbait auf einen Spinjig, um runterzukommen. Bleiben wir noch mal ein paar Minuten hier. So, Planbesprechung. Was machen wir? Wir fahren jetzt in den Hafen, fangen da was. Dann fangen wir weiter zu der Stelle, wo wir schon was gefangen haben und fangen noch was. Und dann fahren wir Richtung Heimathafen und fangen unterwegs wahrscheinlich auch noch ein paar. Also ihr merkt, die Einstellung stimmt, lobenswert. Anker hoch, Kapitän. Fangen. Dave, du kannst jetzt ein bisschen rechts rüber. Ja, super. Schön.
Dave hat gerade erste praktische Stunde Fußpedal. Soll ich euch zeigen, wo uns geendet ist? Aktuell sind wir bei Position halten. Alles geflickt und repariert. Letzte halbe Stunde ist angebrochen. Dann hauen wir in den Sack. Passiert, aber jetzt nicht wirklich tragisch. Machen wir die Spitze ab, ist er wieder raus. Ich kann noch sagen, wie es passiert ist. Beim Lösen vom Wobbler im Kescher? Ah nein, gar nicht wahr, im Teppich. Im Teppich vom Boot. Naja, muss man auch erst reinkriegen. Brutal. Hier steht Endvielfisch. Letzte Chance für heute. Dann klappen wir ein, aber vielleicht. So, die Uhr ist runtergetickt. Boot kommt jetzt runter vom Teich. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserem verrückten Wochenende. War jetzt nicht das fischreichste unserer Wochenende, aber ist auch nicht immer Winter. Wird nicht unbedingt einfacher. Ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt. Mein schönster Moment war der 48er auf dem Twitchbait heute. Ich weiß nicht, wie ging es euch? Was war dein schönster Moment, Tobi? Twitchbait. Deiner? Mein schönster Moment war, wo Tobi und Alex mir geschrieben haben, ob wir hier hinfahren. Super. Dave, hat mega Spaß gemacht. Ja, war ein geiles super. Wochenende. Leute, nächstes Mal, wenn ihr Bock habt, einschalten. Alex? Ja? Meinst du, ich fange morgen 50er Barsch? Ah, ich glaube schon. Das wird was. Träum schön, Dave. Dann träum ich jetzt. Schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Wieder ein Film über so eine alte Fernsehserie.